Große Anteilnahme heute auf dem Zentralfriedhof in Münster. Rund 2000 Menschen, darunter die kompletten Fußballmannschaften des 1. FC Köln sowie der Spielvereinigung Wattenscheid, waren angereist, um Maurice Banach die letzte Ehre zu erweisen. Banach, in Münster geboren und aufgewachsen, hinterlässt eine Witwe sowie zwei kleine Kinder. Der Profifußballer, der seit 1990 für den Kölner FC insgesamt 26 Treffer erzielte, war am 16. November nach der Niederlage gegen Schalke 04 nach Münster gefahren, um an einer Karnevalssitzung teilzunehmen. Am nächsten Sonntagmorgen passierte es. Die Rückfahrt zum Training endet tödlich. Ob und wie viel Restalkohol im Spiel war, ist bisher unklar. Banach, der auf dem zweiten Platz der deutschen Torjägerliste stand, galt als Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Sein erklärtes Ziel war es, wie er selber einmal sagte, Torjägerkanone der Nation zu werden. Umso größer die Trauer und das Entsetzen bei Mannschaftskameraden und Trainern gleichermaßen. Bei ihnen galt Maurice Muki Banach als besonders fair und umgänglich. Berti Vogts hatte Banach in die deutsche Jugendnationalmannschaft geholt und wohl auch schon über einen Einsatz in der obersten Nationalmannschaft nachgedacht. Begonnen hatte Banach seine steile Fußballkarriere bei dem Heimatverein Preußen Münster, bevor er dann zu Borussia Dortmund, der Spielvereinigung Wattenscheid und schließlich zum 1. FC Köln wechselte. Der Vertrag in Köln, der 1992 auslief, war erst kürzlich bis 1995 verlängert worden.